bin Karl-Heinz Hagmeier, ich bin 59 Jahre alt, ich bin Unternehmer, führe einen Betrieb mit 25 Mitarbeitern. Das ist ein Familienbetrieb, das heißt, meine beiden erwachsenen Kinder, meine Frau sind dort ebenfalls tätig. Wir bauen Schwimmbadeanlagen im privaten Bereich als Exklusivsachen mit Komplettmaßnahmen. Meine Diagnose ist Bauchspeicheldrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, das heißt mit Metastasen in der Leber, im Bauchfell und in der Lunge, fast 4 cm groß. Ich bin über eine Gemeinschaftspraxis meines Hausarztes hier untergekommen und bin sehr gut aufgenommen worden von der Frau Dr. Brundert als Oberärztin mit einem 1,5-stündigen Beratungsgespräch und Einführungsgespräch im Juni 2020. Die Behandlung hier erfolgt alle 14 Tage mit einer Chemotherapie, Folfirinox. Ich habe jetzt 6 Behandlungen abgeschlossen. Die 7. ist gerade angeschlossen. Man kann es hier sehen. Und nach erfolgter Kontrolle, jetzt vor einer Woche im CT, wurde festgestellt, dass der Krebs rückläufig ist und dass die Metastasen im Bauchfell auch deutlich rückläufig sind. Meine Leberwerte und die Tumormaker sind auch ebenfalls rückläufig. Mein Gesundheitszustand aktuell, das Befinden gegenüber vor 9 Monaten ist deutlich besser. Obwohl ich 25 Kilo abgenommen habe, vorher sportlich war, voll durchtrainiert war mit Muskeln, da ich regelmäßig Fitness- und Ausdauersport betrieben hatte. Also es ging im Wesentlichen darum, festzustellen, inwieweit der Shutdown durch Corona, also sprich die 6 Wochen, Auswirkungen haben durch Auswirkungen auf das verspätete oder die verspätete Behandlung eines Schwerkranken. So, und bei mir war es dann halt tatsächlich so gewesen, dass ich selber Covid-19 hatte, Beginn März 2 Wochen, dass dadurch, dass dann der Shutdown vom 23. März stattgefunden hat, auch meine notwendigen Voruntersuchungen wie Darmspiegelung und Magenspiegelung nicht durchgeführt worden sind von den Ärzten, weil Bedenken vorlag, sich selber mit anzustecken. Zu dem Zeitpunkt war ich wieder genesen und auch Covid-frei, sodass man hätte durchaus was machen können. Also ich bin dann verschoben worden von meinen Terminen hinsichtlich der Diagnose. Das ist leider bedauerlich so, also das ist nicht förderlich gewesen für die Gesamtsituation. Ich schätze, dass gerade bei einem schnell wachsenden Tumor Wochen durchaus Wirkungen haben können in negativer Form. Und wenn man bedenkt, dass nach meiner Diagnose meine durchschnittliche Lebenserwartung noch 3 Monate theoretisch betragen hätte, ohne Behandlung, kann man sich vorstellen, was insgesamt für einen Schaden verursacht wird durch den Shutdown. Hier im Chem bei der Onkologie, Professor Dr. Stahl, bin ich sehr gut aufgehoben. Ich bin nach Diagnosestellung sofort unverzüglich drangekommen und in Behandlung mit allen notwendigen Schritten, die notwendig waren, behandelt worden. Also das ist zu meiner vollsten Zufriedenheit, und nachdem ich jetzt auch mehrere Chemotherapien hinter mir habe, ist mein Gesundheitszustand deutlich besser geworden.